Vielen Dank, meine Damen und Herren, Herr Präsident. Die Bäder. Immer wieder beschäftigen sie uns hier im Plenum und im Sportausschuss. Und es ist auch gut so, denn die Bäder in Berlin gehören zu einer Form von Grundversorgung im Bereich Sport, im Bereich Gesundheit, im Bereich öffentlicher Ausstattung, die wir unseren Bürgern und Bürgerinnen und auch den Gästen dieser Stadt selbstverständlich zur Verfügung stellen. Das ist wichtig so. Und deswegen ist es umso trauriger, dass wir uns regelmäßig nicht mit Erfolgsgeschichten, sondern vor allem mit den Problemen beschäftigen müssen. Und auch dieser Antrag von der Linken reagiert ja eigentlich nur darauf, dass wir seit mittlerweile Jahren, insbesondere im Sportausschuss, versuchen, in der inhaltlichen, in der fachlichen Beratung voranzukommen und mit einer Regelmäßigkeit, die wirklich schon fast absurd ist, dann ich sag mal, entweder vom Staatssekretär, der da ist, hören, na, er sei ja nicht in den Aufsichtsratssitzungen anwesend, oder vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats dann hören, naja, das ist ja nur der Aufsichtsrat und nicht der Vorstand. Zwischendurch hatten wir jetzt gar keinen Vorstandsvorsitzenden. Seit 14 Tagen haben die Bäderbetriebe einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Und ich muss sagen, es war ganz dringend nötig, auch für die Beschäftigten des Unternehmens Berliner Bäderbetriebe, dass da endlich Klarheit besteht. Und ich kann nur sagen von hier aus, also wir wünschen dem neuen Bäderchef alles Gute und vor allem ein sehr gutes Händchen auch in der Kommunikation mit seinen Beschäftigten. Denn die Beschäftigten sind die Grundlage für den Erfolg unserer kommunalen Unternehmen. Das gilt für die Bäder wie für alle anderen. Und von daher ist dieser Antrag in der Tat eigentlich, wenn wir uns damit hier beschäftigen, eine Form von Ersatzhandlung. Das Parlament muss hier die Arbeit machen, für die eigentlich die Verwaltung, die Bäderbetriebe selber und vor allem die zuständige Senatsverwaltung unter Führung von Herrn Senator Henkel zuständig wäre. Sonst müsste dieser Antrag nicht geschrieben werden. Aber in der Tat waren da wahrscheinlich andere Dinge wichtiger. Ich weiß nicht, was so neben, ach, reden wir nicht drüber, über Dienstreisen, Auslandsreisen, Abwesenheiten bei Sitzungen und sonst was noch so ist. Videoüberwachung, Sicherheit, ja. Schön wäre es, wenn wir uns mal über die Inhalte und das, was wirklich für die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt relevant ist, kümmern könnten. Und da ist ganz wichtig diese Frage, auch Bäder. Das hier geforderte Personalentwicklungskonzept ist längst überfällig, meine Damen und Herren. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Personalentwicklungskonzept nicht geschrieben werden kann, ohne dass wir uns noch mal ganz genau dieses Bäder-Konzeptchen, über das wir da mal geredet haben, auch noch mal angucken. Denn wenn wir uns zum Beispiel die Besuchszahlen des letzten Jahres angucken, kann ich nur feststellen, offensichtlich ist der gewünschte Erfolg nicht eingetreten. Wir haben die ganze Zeit über darauf hingewiesen, dass sowohl die neue Tarifstruktur, die für insbesondere Gelegenheitsbesucher und Besucherinnen massive Verteuerungen mit sich bringen und insbesondere Familien zusätzlich belasten, dann, wenn sie eben nicht so oft hingehen, dass es Dauerkarten sind, einfach wirklich von Nachteil sind. Das hält Leute vom Badbesuch ab. Und das ist doch genau kontraproduktiv, meine Damen und Herren. Da müssen wir ran, da muss das Bäderkonzept noch mal grundlegend überarbeitet werden und dann brauchen wir den Personalentwicklungsplan. Wir brauchen den Personalentwicklungsplan auch deswegen, und zwar erstmals als einer, der gemeinsam mit der Personalvertretung entwickelt wird. Und nicht gegen die Personalvertretung. Die Beschäftigten in den Bädern der Verwaltung, völlig unabhängig davon, welche ihre Aufgaben sind, bis zu den Technikern und Technikerinnen, die einfach mal dafür da sind, dass der Betrieb überhaupt ermöglichbar ist, wissen im Regelfall selbst am allerbesten, was ihre Aufgaben sind, was die Herausforderungen sind und zu wie vielen man diese Aufgaben eigentlich erledigen kann. Von daher ist der Punkt, der als erstes angegangen werden muss, gemeinsame Erarbeitung eines neuen Bäderkonzeptes, dann Aufgabenkritik, daraus Entwicklung eines Personalentwicklungskonzeptes, das auch demografiefest ist. In der Tat, wir haben immer noch einen gewissen altersbedingten Turnover und wir müssen dafür sorgen, dass überall da, wo erfahrene Kräfte gehen, nicht gleichzeitig auch das gesamte implizite Wissen über ihr Tätigkeitsfeld mitgeht. Auch das muss ganz dringend angegangen werden. Und wie gesagt, wir wünschen dem neuen Bäderchef ein gutes Händchen dabei, weil das ist einer der wichtigsten Punkte, an denen man dann auch sieht, geht es unseren kommunalen Unternehmen gut, geht es auch diesem gut und gehen dann die Berliner und Berlinerinnen vielleicht wieder gerne in ihre Berliner Schwimmbäder. Danke.